gleich im B5 aktuell am Sonntag. Grundsätzlich sollte man versuchen, ohne Kraft zu laufen, generell. Also es ist beim Langlaufen zwar schwierig, weil 90% der Muskulatur beansprucht wird, also der ganze Körper ist. Und darum wäre es günstig, technisch sauber zu laufen. Wir spielen Tennis und das Schlittschuhlaufen haben wir auch schon mal gemacht. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich glaube, es macht Spaß. Man arbeitet mit Musik, man arbeitet mit dem Beat, man spürt auch die Musik. Aber man kann es auch machen, wenn man nie Ballett gemacht hat. B5 aktuell am Sonntag. Das Fitnessmagazin. Jetzt gleich nach den Nachrichten. Erst einmal aber geht's raus in die Loipe. Wenn man schon seit mehreren Jahren lang läuft, egal ob klassisch oder Skating, dann denkt man meist, dass man das ja eigentlich ganz gut kann. Doch im Laufe der Zeit schleichen sich kleine Fehler ein, die unnötig Kraft kosten, langsam machen oder bewirken, dass man keine so glückliche Figur macht, vor allem in den Anstiegen oder Abfahrten. Und um das zu ändern, ist Uli Nikola mit einem Profi auf die Loipe gegangen, und zwar in Ramsau am Dachstein, wo Alois Stadelober daheim ist. Dort holte er bei der Weltmeisterschaft 1999 zwei Medaillen. Meine Runde, die Alois Stadelober Runde, die ist 5 Kilometer lang mit allen Anstiegen und Abfahrten, wie es halt international gelaufen wird. Aber es ist eine Herausforderung, wenn man zuerst ein paar Tage trainiert, übt ein bisschen, dann kann man sich auf diese Runde wagen. Die nach dem Weltmeister benannte Loipe ist brutal anstrengend. Und während die Spitzensportler den ersten Anstieg in 7 Sekunden hochlaufen, brauche ich dafür gefühlte 700 Sekunden. So, am Anstieg ist es dann immer ein bisschen anstrengender. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Beziehungsweise fällt im konkreten Fall die Hobbyläuferin weit hinter dem Profi zurück. Dankbar nehme ich daher die Tipps von Alois Stadelober an und achte genauer auf die richtige Technik im Anstieg. Bergauf leichte X-Bein-Stellung und über die Kante seitlich wegstehen. Wichtig ist trotzdem Oberkörper über das Abstoßbein, auch bergauf drüberstehen über den Ski, wo ich abstoße und dann seitlich wegstoßen. Und dann natürlich der letzte Kick kommt über die Kante und über den Ballen und dann verlagere ich mit dem Abstoß aufs andere Bein, praktisch aufs Gleitbein, das Körpergewicht und dann geht es gleich weiter, wie gesagt. So, jetzt versuche ich mal. Jawohl. Langlaufen kann sehr anstrengend sein, vor allem wenn man es falsch macht und den Schwung aus der Pendelbewegung nicht mitnimmt. Beim durchtrainierten Alois Stadelober sieht es allerdings ganz mühelos aus. Grundsätzlich sollte man versuchen, ohne Kraft zu laufen, generell. Also es ist beim Langlaufen zwar schwierig, weil 90% der Muskulatur beansprucht wird, also der ganze Körper ist. Und darum wäre es günstig, technisch sauber zu laufen. Ob klassisch oder Skating, es geht immer um die Gewichtsverlagerung. Man muss immer zuerst das Körpergewicht am Abstoßbein haben und das ist das Entscheidende. Das hört sich jetzt so leicht an. Also ich laufe mal neben Ihnen her, so gut es geht. Sind natürlich wahrscheinlich über die Jahre schleicht sich oftmals etwas Nachlässigkeit ein. Vielleicht zu wenig Körperspannung oder wie in meinem Fall eine Lieblingsseite, nämlich Doppelstockeinsatz bevorzugt rechts. Dabei bringt erst die Kombination von Einser und Doppelstock rechts und links die echte Abwechslung. Auf dem Trainingsplatz im Ramsauer WM-Stadion kann man an den Feinheiten feilen. Dort treffe ich Gleichgesinnte, die ebenfalls ihren Fahrstil verbessern wollen. Denn es ist hilfreich, immer mal wieder einen Auffrischungskurs zu buchen oder eine Privatstunde zu nehmen. Denn je besser man die Technik beherrscht, umso mehr Spaß macht das Dahingleiten auf der Loipe. Gefällt gut, aber es ist trotzdem noch ein bisschen schwierig, die Technik gut zu machen. Der Lehrer hat gesagt, wenn man das gut macht, sollte es keine Kraft kosten. Aber ja, die Technik ist noch nicht so gut, so, deshalb kostet noch viel Kraft. Das ist eine Übungssache, Balance, Gleichgewicht halten. Ich gehe sonst im Sommer laufen und für den Winter ist das der optimale Ausgleichssport, die Kondition zu erhalten. Macht richtig Spaß. Langlaufen ist ein gutes Kraft- und Ausdauertraining, das den ganzen Körper beansprucht. Genauer gesagt 600 Muskeln. Ideal für das Herz-Kreislauf-System, die Koordination und den Gleichgewichtssinn. Der Skilanglauf ist auch eine technische Sportart. Und wenn man das regelmäßig macht, weiß man, dass man das Beste für seine Gesundheit und auch für spätere Jahre, dass man fit bleibt, macht dann mit dem Langlauf. Und obwohl der Weltmeister schon seit Jahrzehnten auf den Langlaufskiern steht und zudem als Koordinator für den nordischen Skisport in der Steiermark aktiv ist, macht ihm dieser Sport immer noch richtig Spaß. Wenn es glitzert, wenn es richtig kalt war, wenn man richtig die Schneekristalle neben der Loipe sieht, also das sind schon auch, aber man schon tausende Kilometer gelaufen ist und oft immer auf den gleichen Spuren, das ist immer wieder, was ins Auge geht, was ins Herz geht und das macht's aus. Begeisterung, die ein Leben lang hält. Das sieht man übrigens auch auf den Fotos, die Uli Nikola aus der Ramsau mitgebracht hat. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie mal rein. b5aktuell.de/fitnessmagazin.
Und zum Thema Langlaufen haben wir später auch in den Fitness-News noch einen Tipp für Sie.